Hallo liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich berichten über das Scannen und das Sichern von Dokumenten und Fotos für die Ahnenforschung. Als Ahnenforscher habe ich da schon einige Erfahrungen gesammelt. Es ist ja so, dass man im Laufe der Nachforschungen seiner Vorfahren eine Fülle von alten Fotos in die Hände bekommt, die teilweise schon 100 Jahre alt oder noch älter sind, oder auch alte Urkunden, alte Texte, alte Briefe und so weiter. Also ich persönlich habe Unterlagen gehabt von meinem Vater aus der Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Da waren die Papiere schon fast zu Staub zerfallen. Die haben sich schon aufgelöst und sind schon zerbröselt. Beziehungsweise waren da schon Löcher drin und die waren total labberig und so weiter. Also man muss diese Unterlagen so früh wie möglich scannen und damit digitalisieren. Ne? Da stellt sich dann gleich die Frage, welches Dateiformat man wählt. Also ich persönlich setze bei Texten und Urkunden das PDF-Format ein und bei Fotos und Bildern und Grafiken JPG. Ne? Dieses sind meiner Kenntnis nach die Dateiformate, die es am längsten geben wird. Denn das ist nämlich auch wichtig, wenn man in dem entsprechenden Dateiformat Unterlagen scannt und speichert, dann ist es wichtig, dass die entsprechenden Dateiformate, dass es die auch noch in 10 Jahren gibt. Ne? Nicht, dass es dann etwa das Dateiformat nicht mehr gibt. Also ich habe auch schon so einen Fall erlebt, dann ist es so, dass man dann, wenn man nach vielen Jahren die Datei öffnen will, diese Datei nicht mehr öffnen kann, weil es das Dateiformat nicht gibt und das Öffnen nicht mehr unterstützt wird. Deswegen ist es auch sinnvoll, seine Dateien ab und zu mal nachzuschauen, was das für Dateiformate sind und zu gucken, ob man die noch öffnen kann. Ne? Wenn das gerade an der Grenze ist, dass ein neues Dateiformat eingeführt wird und das alte irgendwann in einem Jahr zum Beispiel ausläuft, dann hat man immer noch die Möglichkeit, dass man das Dateiformat konvertiert in das neue. Ne? Also das ist sehr wichtig, das immer zu kontrollieren. Ne? Darüber hinaus sollte man diese wertvollen Unterlagen mehrfach sichern, am besten nicht nur auf der Festplatte seines Laptops, sondern auch noch zusätzlich auf einer externen Festplatte oder auf einen USB-Stick. Ne? Wenn man scannen tut, dann gibt es auch einiges zu beachten, ob man nun die Farbeinstellung wählt oder schwarz-weiß oder Graustufen. Ich habe das so gemacht, dass ich meistens bei schwarz-weiß immer die Graustufe gewählt habe. Das hat den Vorteil, dass dann die handschriftlichen Eintragungen und unterschriftlichen Unterschriften auf den Dokumenten besser zu lesen sind. Ne? Und eine spezielle Sache ist das Scannen und das Speichern von Landkarten. Ne? Also ich habe das so gemacht, dass ich halt im Internet über Google
recherchiert habe, wo es alte Landkarten gibt, ne? Denn es geht ja darum, dass man zum Beispiel Landkarten hat vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg und so weiter, weil die Landesgrenzen sich ja ständig verschoben haben durch die Kriege, ne? Und dass man dann halt dementsprechend an die Landkarten kommt. Genauso mit den ehemaligen deutschen Ostgebieten, ne? Was heute zum Beispiel Tschechien ist oder Polen oder Slowakei, ne? Die haben ja mittlerweile, haben die Dörfer ja dort die jeweilige Landessprache und nicht mehr die deutschen Namen, ne? Also da muss man schon gucken, dass man da an historische Landkarten kommt. Das habe ich halt auch gemacht, ne? Ich habe halt diese historischen Landkarten abgespeichert bei mir, ne? Ne? Privat darf man die benutzen, man darf sie nur nicht kommerziell verbreiten, ne? Wegen der Lizenz, ne? Also ich habe dann das so gemacht, dass ich entsprechende Kartenausschnitte, wenn die im Netz waren, dass ich die praktisch kopiert habe, ne, für meine privaten Unterlagen. Ne. Und ich habe auch eine eigene Homepage www.ahnenkruse.de und da habe ich auch so allgemeine Sachen geschrieben über diese ganze Thematik. Ne. Und da können Sie gerne reinschauen. Ne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.